Danke, Herr Präsident, Herr Vizekanzler und Wirtschaftsminister, sehr geehrte Damen und Herren. Der Kollege Matznetter hat hier gesagt, dass heute früh in der Wirtschaftskammer der Finanzminister darauf hingewiesen hat, dass unsere Wirtschaft immer noch spitze ist. Es kommt darauf an, Herr Matznetter, Herr Kollege Matznetter, wie Sie Spitze definieren. Wenn Sie die Top 20 meinen, können Sie vielleicht recht haben. Ich verstehe unter Spitze ganz oben oder zumindest die Top 3. Und da sind wir in keinem der internationalen Rankings vertreten. Im Gegenteil, wir fallen von Jahr zu Jahr zurück. Herr Kollege Matznetter, wir fallen von Jahr zu Jahr zurück in allen Rankings. Ja. Meine Damen und Herren, wir diskutieren jetzt hier herinnen drei Tage lang, was wir und wo wir teilweise sinnvoll und teilweise weniger sinnvoll Milliarden von Euro ausgeben in diesem Budget. Und das alles, was Sie hier heute ausgeben, wenn Sie dann die Beschlüsse fassen, das muss ja zuerst erwirtschaftet werden. Deswegen sind wir jetzt beim Thema Wirtschaft. Also mein Dank gilt hier nicht dem Vizekanzler und dem Bundesminister und auch nicht Ihnen. Mein Dank gilt jetzt hier von hier aus einmal allen Unternehmerinnen und Unternehmern im Lande, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es trotz schlechter Rahmenbedingungen, trotz bürokratischer Hürden, trotz Verordnungsflut und Reformflut dieser Bundesregierung und der EU immer wieder schaffen, den sich laufend ändernden Rahmenbedingungen der Wirtschaft sich anzupassen, diese zu meistern und für Einnahmen zu sorgen, die Sie heute hier teilweise unbedacht, teilweise auch unvernünftig wieder ausgeben. So viel zur Wirtschaft. Herr Bundesminister, es ist ja nicht alles so schlecht, wie man immer wieder meint. Das mag schon sein. Was mich aber wundert, sind ein paar Dinge, die Sie eigentlich in Ihrem Budget vorgeben. Und es geht mir gar nicht um das Budget selber, weil das Budget Wirtschaft gibt ja so viel nicht her. Was mir aber auffällt, sind die gewissen Zielsetzungen, und der Herr Kollege Kasecker hat das vermieden, hier anzusprechen, sind die Wirkungsziele. Als man vor 2 Jahren diese Wirkungsziele eingeführt hat, war ich eigentlich positiv gestimmt und habe das befürwortet, weil ich mir gedacht habe, es macht ja schon Sinn, wenn man Geld ausgibt, dass man auch erklärt, wofür man es ausgibt. Wenn man sich in der Zwischenzeit aber diese Wirkungsziele ansieht, dann muss man sagen, die sind nichts mehr wert. Die sind Nonna-Formulierungen, weil wenn Sie hier schreiben, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU und Tourismusunternehmen, nonna, wer will das nicht? Wie das allerdings mit einem dermaßen gekürzten Budget dann bewerkstelligt werden soll, das sei einmal dahingestellt. Und was mir auch auffällt, Sie haben in gewissen Zielsetzungen die letzten Jahre Ihre Ziele zurückgeschraubt. Das wundert mich insofern, weil Sie ja bei der Budgeterstellung von einem höheren Wirtschaftswachstum ausgehen. Sie gehen heuer von einem Wirtschaftswachstum für das nächste Jahr von 1,4% aus. Letztes Jahr waren es oder heuer werden es 0,7, 0,6 oder eventuell noch drunter liegen. Und trotzdem fahren Sie gewisse Ziele zurück. Das leuchtet mir nicht ein, das müssen Sie mir mal erklären. Und dann sage ich Ihnen aber unabhängig von der budgetären Ausstattung dieses Themas, dass es sehr, sehr viele Reformen brauchen würde, die Sie eigentlich seit Jahren versprechen, aber nicht umsetzen, die kein Geld kosten. Und hier fällt mir ein Spruch des kürzlich verstorbenen deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt ein, der gesagt hat, nicht jede Reform kostet Geld und nicht alles, was Geld kostet, ist eine Reform. Und Herr Bundesminister, ich würde Sie schon ersuchen, dass Sie, und da haben Sie jederzeit unsere Unterstützung, dass Sie endlich Reformen angehen, die kein Geld kosten, die aber die Rahmenbedingungen für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer wesentlich verbessern. Und das sind halt wie üblich die bekannten Argumente der letzten Jahre, die sich ja nach wie vor nicht geändert haben. Erleichterung bei Betriebsübergaben, endlich einmal die Gewerbeordnung zu entrümpeln, endlich ein Stopp dieser EU-Vorschriften und Verordnungsflug zu erteilen, die Bürokratie endlich abzubauen und nicht aufzubauen, siehe Registrierkassenverordnung, und nicht generell alle Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes unter einen Generalverdacht zu stellen. Danke. Bernhard Demesl fragt sich, warum einige Budgetposten zurückgefahren werden, wenn das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr wesentlich höher sein wird als im heurigen. Der Minister